Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Mitglieder, liebe Fans, liebe Freunde des FC Bayern München. Bevor ich mit meiner Rede beginne, Karl-Heinz, darf ich noch sagen, ich bin froh und erleichtert, dass dir der Satz vorher, bei dem du dich versprochen hast, nicht ganz über die Lippen gegangen ist. Denn der hätte dann gelautet, mit Herbert Heiner an der Spitze braucht der FC Bayern keine Zukunft. Dann wäre meine Rede umsonst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, heute vor Ihnen zu stehen. Und es ist mir eine riesige Ehre, dass ich mich heute um das Amt des Präsidenten der FC Bayern München e.V. bewerben darf. Denn der FC Bayern München ist der beste Club in der Welt. Und ich möchte Ihnen für all diejenigen, die mich noch nicht so gut kennen, in den nächsten 10 Minuten kurz vorstellen. Denn Sie sollen wissen, wer ist dieser Herbert Heiner überhaupt? Wie denkt er? Was verbindet ihn mit dem FC Bayern München? Und ich möchte auch kurz über die Pläne für die Zukunft des FC Bayern München mit Ihnen sprechen. Bevor ich das aber tue, möchte ich dir und deiner Lebensleistung, lieber Uli, möchte ich mich vor dir verneigen. Der FC Bayern, die meisten von uns hier im Saal kennen den FC Bayern nur mit Uli Hoeneß. Als Spieler, als Manager, als Präsident, als Aufsichtsratsvorsitzender. Und es ist einfach bewundernswert, was du in den vergangenen knapp 50 Jahren für diesen Club geleistet hast und was du für diesen Club getan hast. Vielen, vielen Dank. So, aber nun zu meiner Person. Ich wurde vor 65 Jahren etwa 100 Kilometer östlich von hier in Dingolfing geboren. Da sind ein paar Dingolfing-Fans da. Ja? Und damit bin ich also, wie man vielleicht an meinem Dialekt auch schon hört, ein waschechter Niederbayer. Geboren. Die Niederbayern sind noch mehr da. Geboren bin ich am 3. Juli 1954, einen Tag vor dem Wunder von Bern, und damit ist mir Fußball praktisch in die Wiege gelegt. Meine Eltern hatten ebenfalls eine Metzgerei und ich saß als Kind auch oft an der Kasse, und da habe ich eins gelernt, dass am Abend in der Kasse mehr drin sein musste, als was man in der Früh reingelegt hat. Ich glaube, das kennst du auch. Ich bin in Dingolfing auch zur Schule gegangen, aber ganz ehrlich, ich war ein eher lausiger Schüler. Viel lieber habe ich zusammen mit meinen zwei Brüdern und den Freunden, wie wahrscheinlich viele von Ihnen auch, nachmittags stundenlang gebolzt. Und natürlich wollte auch jeder von uns Profifußballer werden. Das waren unsere Vorbilder. Geschafft hat es leider nur mein jüngerer Bruder. Der war viele Jahre Profi bei 1860 in der ersten und der zweiten Liga. Ja, natürlich war das für mich der falsche Verein, weil ich damals schon glühender Anhänger des FC Bayern München war. Aber ich habe meinen Bruder verziehen und wir vertragen uns auch ganz gut. Ich hatte ebenfalls den Ehrgeiz, aber bei mir war das Talent nicht ganz so ausgeprägt, und so habe ich es nur bis zur niederbayerischen Meisterschaft mit dem FC Dingolfing 1976 geschafft. Ich habe dann in der Schule die Kurve gekriegt, ich habe mein Abitur gemacht, habe in Landshut an der FH Betriebswirtschaft studiert und habe nebenbei während meiner Studienzeit, damals ging das noch, eine Kneipe eröffnet und die auch geführt, den Gusshofen. Ich habe den nach, da sind noch ein paar aus der Zeit da, ich habe den nach 2 Jahren verkauft, auch mit kleinem Profit, aber den größten Gewinn, den ich eigentlich damals gemacht habe, war, dass ich meine Frau Angelika kennengelernt habe, mit der ich jetzt seit 39 Jahren glücklich verheiratet bin. Meine berufliche Karriere habe ich nach dem Studium bei Procter & Gamble in Frankfurt begonnen. Das ist ein großer amerikanischer Waschmittel- und Pflegemittelkonzern, besser bekannt durch seine Marken Dash, Ariel, Gillette, Pampers. Und ich habe auch viel gelernt, aber ehrlich gesagt, ich wollte nicht mein ganzes Leben Waschmittel und Windel verkaufen. Und so war ich froh, als mich 1987 ein Personalberater anrief und mich fragte, ob ich nicht zu Adidas wechseln wollte. Am Anfang habe ich ein bisschen gezuckt, weil
Herzogenaurach ist ja auch nicht gerade der Nabel der Welt. Aber ja, mittlerweile lebe ich da sehr gern. Aber die Marke Adidas hat mich relativ schnell in den Bann gezogen. Denn Adidas war Fußball. Adidas war Olympia. Adidas war Uwe Seeler und Franz Beckenbauer. Und Adidas war auch damals schon der FC Bayern München. Ich habe mich dann in dem Unternehmen regelrecht nach oben gearbeitet. Ich war zuerst für Deutschland verantwortlich, dann für Europa und Asien. Und bin dann 2001 mit 47 Jahren zum Vorstandsvorsitzenden ernannt worden. Das habe ich dann 15 Jahre gemacht, bis 2016, bis ich aus dem Unternehmen ausgeschieden bin und in den Ruhestand gegangen bin. Und in dieser Zeit ist es uns gelungen, den Wert des Unternehmens von 3 Milliarden Euro in 2001 auf 36 Milliarden zu verzwölffachen. Aber meine Damen und Herren, der wirtschaftliche Erfolg ist nicht alles. Es ging bei mir bei Adidas nie nur um den kurzfristigen Profit. Denn ich bin fest davon überzeugt, auch bei einem großen Unternehmen darf es nicht nur um den maximalen Gewinn gehen. Für mich war es genauso wichtig, dass wir führend sind in Sachen Nachhaltigkeit. Ich habe immer darauf Wert gelegt, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind mit hochzufriedenen und hochmotivierten Mitarbeitern. Und das ist uns auch gelungen. In meiner Amtszeit bei Adidas sind wir mehrfach als nachhaltigstes Unternehmen und als attraktivster Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet worden. In diesen Jahren hat sich auch mein Kontakt mit dem FC Bayern München und vor allem zu Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge intensiviert. Denn schließlich war der FC Bayern damals schon einer der wichtigsten Partner für Adidas. Und zu dieser Zeit hat sich Adidas auch als erster Anteilseigner mit 10% an der FC Bayern München AG beteiligt. Und das war damals die finanzielle Grundlage, den Bau der Allianz Arena in Angriff zu nehmen. Ich bin seit 2002 im Aufsichtsrat als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, Karl-Heinz hat es vorher erwähnt. Und in dieser Zeit habe ich unheimlich viele Gespräche, Verhandlungen und Diskussionen mit den handelnden Personen des FC Bayern München geführt. Und so lernte ich den FC Bayern München noch besser kennen. Und ich lernte ihn gleichzeitig unheimlich schätzen, weil ich sehen konnte, dass in diesem Verein hochprofessionell und sehr erfolgreich gearbeitet wird. Und ich habe verstehen gelernt, wie es den Verantwortlichen des Clubs auf einzigartige Art und Weise gelingt, den Spagat zwischen der traditionenpflegenden FC Bayern-Familie auf der einen Seite und einem wirtschaftlich erfolgreichen Sportverein auf der anderen Seite hinzubekommen. Kurzum, meine Damen und Herren, ich liebe diesen Verein und ich habe höchsten Respekt und Anerkennung für den Vorstand, für das Präsidium und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich fühle mich verbunden mit euch, mit allen hier in der Halle und mit unseren 293.000 Mitgliedern draußen in der Welt, denn der FC Bayern ist einfach spitze. Und das, meine Damen und Herren, soll auch so bleiben in der Zukunft. Ich möchte den FC Bayern mit einer ähnlichen Philosophie führen wie damals Adidas. Es geht nicht um den maximalen Profit. Der FC Bayern ist kein kickender Konzern und das darf er auch niemals werden. Der FC Bayern ist Sport. Der FC Bayern ist Sport, der FC Bayern ist Heimat, bayerische Heimat, der FC Bayern ist mir san mir, das ist unsere Seele und diese Seele, die müssen wir uns immer bewahren.
Natürlich, meine Damen und Herren, brauchen wir den sportlichen Erfolg. Das ist überhaupt keine Frage. Und natürlich brauchen wir starke Zahlen. Und ihr habt vorher von Karl-Heinz Rummenigge und Jan-Christian Dresen gehört, dass wir wirtschaftlich exzellent aufgestellt sind. Vielen Dank, Karl-Heinz, an dich und den gesamten Vorstand für diese hervorragende Arbeit. Aber eins ist auch klar, meine Damen und Herren, all das darf nie auf Kosten unserer eigenen Identität gehen. Natürlich, die Welt verändert sich und der FC Bayern muss darauf reagieren. Er muss auch mit der Zeit gehen, er muss Antworten auf die aktuellen Fragen finden, er muss sich der Welt öffnen. Aber dabei müssen wir unsere Werte stärken, unsere Tradition leben. Wir dürfen nie vergessen, wer wir sind und wo wir herkommen. Ein Traditionsverein aus München, aus Bayern. Wir sind der FC Bayern München. Und gerade in unserer Heimat haben wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung. In Zeiten einer immer größeren Spaltung unserer Gesellschaft ist es mir ein wichtiges Anliegen, dass der FC Bayern auch in Zukunft für Weltoffenheit, Toleranz, Respekt und soziales Engagement steht. Im Sommer 2017 haben wir den Campus des FC Bayern eröffnet. Und es ist klar, es wird einige Zeit dauern, bis wir die Früchte ernten können, bis die ersten Spieler aus dem Campus den Sprung zu den Profis schaffen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Es gibt dort großartige Talente, die Bedingungen sind hervorragend, das Niveau der Mannschaften ist top und die Trainer sind klasse. Und diesen Weg, meine Damen und Herren, wollen wir weitergehen. Diesen Weg wollen wir weiter forcieren, bis wir hoffentlich aus dem Campus den nächsten Thomas Müller, den nächsten David Alaba oder den nächsten Philipp Lahm in der Allianz Arena spielen sehen. Der Campus wird ein wichtiger Teil unserer Antwort auf den modernen Fußball und auf den Transferwahnsinn, den wir in diesen Tagen manchmal sehen. Und das, meine Damen und Herren, ist mir ein Anliegen. Und ich verspreche euch, wir werden weiterhin sehr genau darauf achten, dass wir die richtige Balance halten. Die Balance zwischen sportlichem Erfolg, starken Zahlen und die Nähe zu unseren bayerischen Wurzeln. Wir bleiben, wir sind mir, wir bleiben der FC Bayern München. Aber der FC Bayern München ist auch mehr als nur Profifußball. Wir haben unsere Jugend- und Amateurteams, unsere Frauenfußballmannschaft ist in Deutschland Spitze und Frauenfußball ist weltweit absolut im Kommen. Unsere Profibasketballer etablieren sich nach 2 deutschen Meisterschaften in Folge in der europäischen Spitze. Und insgesamt kann man sagen, ist der Basketball eine tolle Bereicherung für den FC Bayern München. Unser Schachteam, gerne kriegt der Marco auch Applaus dafür. Unser Schachteam ist gerade in die Bundesliga aufgestiegen. Unsere Handballer stehen für starke Jugendarbeit. Unsere Kegler leben Teamgeist und Sportgeist. Unsere Tischtennisabteilung steht für soziales Engagement, Breitensport und Spitzensport. Die Unparteiischen unserer Schiedsrichterabteilung, das haben wir heute schon mal gehört, haben letzte Saison 2300 Spiele geleitet und damit den Fußball in ganz Bayern gefördert. Und unsere Seniorenfußballer, Herr Poppe lacht schon, räumen in München, Bayern und Deutschland alles ab, was es nur abzuräumen gibt. Aber eins ist auch klar, meine Damen und Herren, vor allem seid ihr alle, die hier sind, ihr seid der FC Bayern München, ihr unsere Mitglieder. Und ich verspreche euch, ich werde versuchen, der Präsident
für alle in diesem Club zu sein. Denn die Möglichkeiten in diesem Verein sind unendlich. Und diese Möglichkeiten möchte ich zusammen mit euch nutzen. Und dafür bringe ich drei Dinge ein. Erstens meinen Sachverstand aus 30 Jahren Adidas. Zweitens mein großes Netzwerk in Wirtschaft und im Sport. Und drittens und vor allem meine riesige Leidenschaft für den FC Bayern München. Die UEFA hat uns vor wenigen Wochen ein tolles Geschenk gemacht. In 3 Jahren, im Mai 2022, findet das Finale der Champions League wieder in der Allianz Arena statt. Ein zweites Mal ein Finale daheim. Und das wäre doch fantastisch. Und wenn wir es dieses Mal erreichen, dann wollen wir es auch gewinnen. Das, meine Damen und Herren, ist mein großer Traum. Abschließend möchte ich Ihnen sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir heute Ihr Vertrauen und Ihre Stimme geben würden und mich zum Präsidenten des FC Bayern München wählen würden. Und ich verspreche euch, ich werde alles tun, alles, um dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Es wäre mir eine große Ehre, diesem Verein zu dienen. Herzlichen Dank.